Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. US-Republikaner vertagen Abstimmung über Gesetz zur Abschaffung von Obamacare. Das teilte der Chef der Republikaner McConnell mit. Die Partei befürchtet offenbar eine Niederlage im Senat. Türkischer Geheimdienst sammelt offenbar verstärkt Informationen über Bundestagsabgeordnete. Das berichtet die Zeitung Welt. Im Visier stünden vor allem Innen-, Außen- und Verteidigungspolitiker. Das Bundeskriminalamt soll mit einigen Betroffenen bereits sogenannte Sicherheitsgespräche geführt haben. Die SPD will den Bundestag noch in dieser Woche über die sogenannte Ehe für alle abstimmen lassen. Kanzlerin Merkel hatte zuvor die Abstimmung zur Gewissensfrage erklärt. Am Vormittag soll der Rechtsausschuss des Bundestages über einen Gesetzentwurf zur gleichgeschlechtlichen Ehe beraten. Venezuelas Staatschef Maduro droht mit Waffengewalt zur Durchsetzung der geplanten Verfassungsreform. Wörtlich sagte er, wenn wir es nicht mit den Stimmen schaffen, dann mit Waffen. Gegen die Reform gibt es seit Wochen Massenproteste. Deutsche Nachwuchsfußballer stehen im Finale der U21-Europameisterschaft in Polen. Das Team von Trainer Kunz schlug England mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Im Endspiel am Freitag trifft Deutschland auf Spanien. Das Wetter: tagsüber teils Sonne, teils dichte Wolken mit Schauern und Gewittern. Im Osten und Norden Unwettergefahr, 19 bis 32 Grad.